ethisch sensibler Konsum heißt, man möge es sich nicht zu leicht machen mit Kaufentscheidungen. Sich überlegen, brauche ich das wirklich? Was kaufe ich ein? Mir bereits beim Kauf des Produkts überlegen, wie werde ich es wieder los? In Form von Abfall, in Form von Entsorgung. Es ist auch ein bisschen diese Idee, die Produktgeschichte mitzubedenken. Woher kommt das Produkt? Wohin geht das Produkt später? Und in diesem Sinne heißt ethisch sensibler Konsum reflektierter Konsum, wo man sich mit Fragen beschäftigt, ist das, was ich mache, vernünftig und rechtfertigbar. Bei den Konsumgewohnheiten liegen die größten Herausforderungen, aber sicher auch die größten Potenziale. Unsere Gewohnheiten sind das, was uns zur zweiten Natur geworden ist, was wir ganz selbstverständlich tun oder lassen. Und ähnlich ist es beim Konsum. Wir denken oft gar nicht drüber nach. Wir kaufen Dinge, wir nehmen Dinge nicht, wir gehen in dasselbe Geschäft, wir nehmen dieselben Produkte aus Routine heraus. Betriebe haben zwei Dimensionen, eine Innendimension und eine Außendimension. Die ethische Sensibilität des Betriebes nach innen hat damit zu tun, wie geht der Betrieb mit Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen um, welches Klima gibt es da, welches Entlohnungsniveau. Nach außen hin, zweite Dimension eines Betriebs, zeigt sich ethische Sensibilität, wie geht der Betrieb um, a, mit den Kunden und Kundinnen, b, mit den Zulieferbetrieben und c, mit der öffentlichen Hand, Stichwort, werden die Steuern auch brav entrichtet, was ja nicht immer selbstverständlich ist. Und da zeigt sich ethisches Niveau an diesen zwei Dimensionen. Betriebe sind ganz unterschiedlich und finden unterschiedliche Rahmenbedingungen vor. Wenn man ethisch sensible Veränderungen haben möchte, ist der Schlüsselpunkt, schaffe Enabling Environments, Umgebungen, die das möglichst leicht machen für einen Betrieb, etwa mit Steueranreizen, etwa indem bestimmte Produktionsformen gefördert werden. Tu dich mit Menschen zusammen, die ähnliche Ziele verfolgen. Denk an deine Enkelkinder. Ein enkeltaugliches Leben ist das, was, glaube ich, ethischen Maßstäben standhält.